Oh Mann, das Problem hatten wir doch schon mal. Aha. So, wir sind heute in einer LAN-Party-Location, in der wir noch nie waren. Nämlich im Zimmer des Bruders dieses netten Herrens. Wir haben ja schon mal eine LAN-Party gemacht, aber es ist ein paar Jährchen. Das ist ein bisschen her, ja. Und Leute, next level shit, level up. Eigener Schreibtisch. Eigener Tisch. Eigener Schreibtisch und eigener Schreibtisch. Ja, man sieht sehr gut, wer hier der Hoster ist. ja, wie man sieht, einer fehlt noch. Und dann, wow, werde ich angeschienen. Dann kann's losgehen. Wow. Richtig shisha. Ich habe das Gefühl, also für eine richtig geile Lampenparty. So, hier sieht man übrigens den Grund, weswegen wir nicht wieder draußen eine LAN-Party machen. Raus müssen wir trotzdem, nämlich in den Rewe. Wir brauchen nämlich eine Pizza, beziehungsweise Zutaten für Pizza. Hilft alle weniger Hefe, Weniger ist mehr, weniger ist mehr. Voll krass in der Werbeabteilung. Sagen Sie mal. Turn up. So, wir haben eingekauft. Und genau so muss der Einkauf natürlich aussehen. Energy Drinks, irgendwas, was einen fett macht. Und natürlich das Berüchtigte für unsere Pizzen. Tomaten. Das ist eine richtige Tomate. Warte, brauchen wir Tomaten? Wir brauchen Tomaten. Ich hätte gern unnormale Tomaten. Pizzateig, work in progress. Energy, stellen wir kühl. Mach ich das gut, Rico? Wir können es schneller schütten. Sehr viel schneller. Bisschen schneller. Noch schneller. So, hier hat sich nicht viel geändert. Und bevor es in den Kommentaren steht, warum ich das Mikrofon und den Ständer dabei habe, sei da. Weil das ist mein alter Schreibtisch, das ist mein neuer. Und so, das haben wir als Anlass genommen, so, ey yo, neuer Schreibtisch. Das Zimmer ist gerade eh leergestellt, wir können ja doch geschillt einen Laden machen, wir haben ja auch genug Platz. Gleich kommt noch ein chilliger Dude vorbei. Ja. Großartig. Also wir sind noch nicht vollzählig, dieser Tisch wird natürlich noch besetzt. Cool. Hier ist auch noch jemand eingetroffen, hallo Conny. Ich bin nicht verrückt. Conny, sie haben gerade Holz gehackt. Ja, irgendwie. Woran glaubst du beim dritten Mal? Dann ist das irgendwie eskaliert. Die ist eskaliert, ja. Irgendwas haben sie falsch gemacht, glaube ich. Ich habe zu viel Aggression gehabt dabei. Ich habe so oft darauf gehauen, dass das irgendwann weggeflogen ist. Irgendwas haben sie falsch gemacht, glaube ich. Nein. Ja. Nein. Naja, die machen nie was sah falsch. Schon immer so aus. Luca, sag hallo. Hi. Man sieht schon diese wunderschöne Gamer-Atmosphäre mit den LEDs. Das sieht aus wie in einem UFO. Ja, der Abend ist aber noch jung, ne? Und hier wird auch noch BO3 gestartet. Und dann wird hier ein bisschen, werden ein paar Zombies verkloppt, ja? Leute wie der da. Kommt zu Ihnen, Herr Davis. Ich habe irgendeinen Hammer gefunden. Freut mich. Oh, das war knapp. Oh, das war auch knapp. Das war... Trinkreich. Rico, ich mach's jetzt wie die AfD, ich kann dich nicht hören. Was leben so ein Typ mit einem Rotor zerschnüffelt? Die Erde ist eine Scheibe. So, es ist bereits etwas Zeit vergangen. Wir sind jetzt bei 3.22 Uhr. Es ist eine Menge Zeit vergangen, ja. Wir sind hier gerade gemütlich am GTA spielen. Ich bin hier gerade mit dem netten Herren unterwegs. Wir sind Polizisten. Wir haben schon ein wunderschönes Verbrechen aufgedeckt. Wir haben gerade eben Laden ausgeraubt, das war das. Nein. Der Typ wollte mir keinen Schokoriegel verkaufen, okay? Das war, weil ich schon fünfmal auf den geschossen habe. Darum habe ich ihn halt gestraft. Sieht aus, als wäre ich in der Disco, so. Licht. Warte mal, jetzt muss ich Musik drunter mischen, weil das ist lustig, haha. So, wir haben jetzt mittlerweile schon 17.34 Uhr, also schon wieder Nachmittag. Und wir spielen immer noch. Scheint so, als wird das eine mehrtägige LAN. Ich spiele gerade mit dem netten Kollegen BO2 und draußen wird das Grillen vorbereitet. Das hier ist anscheinend ein Werfung. Ja, yeah, so ein Grillfleisch. Und es ist wieder Nacht. So, wir spielen jetzt ein gemütliches Ründchen Black Ops 2 Zombies. Zu viert.
Wo ist ihr Zombies? Wo ist ihr Zombies? Warten Sie Conny, einen Moment. Conny, wir wirken unauthentisch. Mit der Wolka-Flasche. Wir wirken unauthentisch, wenn Sie ihr BO2 nicht offen haben. So, okay, dann spielen wir mal gleich los mit dir. Alles ins Video. Alles ins Video. Außer natürlich. Okay, jetzt werden Zombies geschlachtet. Wow, look at this dude. Wisst ihr, was witzig ist? Eigentlich ist das die dritte Nacht, weil ich vergessen hatte, wo meine Kamera ist und darum den ganzen Tag nicht aufgenommen hatte. Und ich habe keinen blassen Schimmer, wie lange ich nicht mehr geschlafen habe. Wir haben jetzt mittlerweile... Wir haben jetzt mittlerweile fast 2 Uhr nachts. Ich glaube, ich gehe mal schlafen. So, ich bin gerade wieder aufgestanden. Hat auf jeden Fall gut getan, die Nacht. Und mir ist so eingefallen, wie witzig das eigentlich ist, diese Morgenroutine, so aufstehen, auf Toilette gehen oder gleich wieder an den Schreibtisch und weiter zocken. Herrlich. Wie man sieht, bin ich noch recht alleine. Rico ist noch wach, aber den habe ich noch gar nicht gesehen, mysteriöserweise. Und der Rest schläft noch. Wenn man einfach direkt merkt, dass das Raumklima ganz anders ist, ohne eingeschaltete PCs. So, mittlerweile bin ich nicht mehr alleine. Jetzt ist der Rico noch hier und wir spielen jetzt zusammen ein leckeres Ründchen Battlegrounds. Und was mir eben eingefallen ist, wie man einfach durch diesen Spiegel da hinten die ganze Zeit seinen Verfall miterleben kann. Also jetzt ist es natürlich nicht extrem, weil ich geschlafen habe. Aber vorher konntest du dann immer schön sehen im Spiegel, wie scheiße du aussiehst. Ja, wir haben gewonnen. Zwei Runden einfach so. Gewinner, oh, Gewinner. Gewinner. Die erste Runde, die wir überhaupt zusammen spielen. Die zweite, die wir überhaupt zusammen spielen. Und die erste heute, ja, gewonnen. Direkt nach dem Platz 1. Etsy. Aber gut gemacht. Ja, würde ich auch schon sagen. Was meinen Sie denn? Ja. Ja, was sind das für Fetze? Warum sind die alle so fett? Herr Conny, erzähl mir das mal. Erklär mir das. Warum sind die alle so fett? Amerika. Warum denn das fette Mensch? Warum nur? Alter. Warum sind die alle so fett? Was ist los? Wie verdammt schnell die Zeit aber rumgeht. Jetzt haben wir schon wieder 15.46 Uhr. Ich warte gerade noch auf Rico, der seine Neurunde beendet. Und dann gibt es noch mal eine Runde Battlegrounds zu gewinnen. Nicht wahr, Rico? Ja. Yeah. Wir machen das. Easy. Wir haben gewonnen. Jetzt gewinnen wir nochmal. Hallo. Und auch die nächste Runde, Team Rang 3. Jawohl. Hello, darkness, my old friend. Wisst ihr, was ich echt überhaupt nicht verstehen kann? Diese Stühle, ne? Schau sie dir an. Diese Plastikgartenstühle sollte eigentlich komplett scheiße sein. Aber ich sitze hier schon seit was auch immer, wie vielen Stunden? Seit 3 oder 4 Tagen auf diesem Stuhl. Und habe keinerlei Probleme. Das ist voll angenehm. Wie geht das? Wir haben heute Donnerstag. Nee, wir haben heute Freitag. Oder Conny, wie sehen Sie das? Ich bin verstört von dieser Serie. Das freut mich. Was schauen Sie denn? Ich will es gar nicht mehr wissen. Warum ist die Flasche leer, Conny? Das ist der billige Abklatsch von Wodka, das ist Wodka. Das wird hier geschrieben. Und für die Starken, warten Sie mal. Und dann noch das hier. Wenn es richtig abgehen. Oh Mann. Also ich bin ja jemand, der ist strikt gegen Alkohol. Das ist eine schreckliche Droge. Prost! Die gesellschaftlich sehr unterschätzt wird, ja. Real Talk ist echt scheiße. Luca, was tun Sie da? Ich baue jetzt gleich mein Airsoft auseinander und schaue, was ich für Ersatzteile brauche, damit schieße ich kaputt. Wir drei bereiten gerade ein Zombies-Match vor. Ja, da muss ich noch jemanden einladen. Und dann werden hier ein paar Zombies geschlachtet. Ist ja alles eine fucking Lauge. Jetzt musst du auch mit ins Video nehmen. So, und auch bei dieser LAN-Party darf es natürlich nicht fehlen. Wir machen Kisten auf. Und zwar Chroma 2 Cases. Ganz alter Klassiker.
Das wird wieder ein belangloser Applaus gehen. Es ist ja wenigstens okay. Ah, Kampfspuren. Ja. Yeah. Ah, hier machen wir aber noch eine auf, damit wir noch mehr Geld verschwenden können. Oh yeah, ne Negative, Mann. Irgendwann wirst du in einem Case Opening Mann Knife ziehen. Irgendwann. Wie kann's denn jetzt schon wieder fast 20 Uhr sein? Wie geht das? Die Zeit geht viel zu schnell rum. Man weiß, ist ja genau mit den Augen in der Nase. Conny, erklär mir das. Nimm gerne Schwänze in den Mund. Warum hab ich da ein Auge in der Nase? Ey, das ist so schlecht. Diese Zähne sind so schlecht. Ja, klar, haben Sie Bock mit dir rumzuschnitzen? Gerne! Was passiert denn hier? Gut! Kann meine Kamera mal ins Wasser reinhalten? Da zieht ihr Scheiße weh, oder? Mir ist vorhin mein Handy auf den Grill gefallen. Also vorhin, das war vor 2 Tagen, glaube ich. Ohne Witz, ne? Ohne Witz? Ich habe noch nie ein so dermaßen geficktes Zeitgefühl. Das ist unglaublich. Das ist so geil, die LAN, ey. Ich glaube, Sie haben irgendwas falsch gemacht. Ich habe Hunger! So, wir räumen jetzt auf und bauen woanders wieder auf. Richtig gehört. Zeit umzuziehen. Warum liegt hier wieder eine Axt drin? Halt deine Schnauze. Okay. So, wir sind umgezogen. Rico! Rico ist ja auch da. Ey, was ist das für ein Timing, Gamer? Als wäre er da draußen gestanden und wir hätten das einfach gefaked. Das ist unglaublich. So, haben Sie Internet? Sie haben Internet. Ich habe Internet. Sie haben noch kein Internet. Das ist okay. Was ist jetzt beim Conny? Mit Äxten. Und Fernseher. Und fette Anlage. Sommer, warum kann man meine Bestellung nicht fehlerfrei an Pizzalala weiterleiten? Du weißt, was ich meine. Ich habe ohne Witz noch nie so lange versucht, eine Pizza zu bestellen, um 22 Uhr. Weißt du, erstmal denken wir uns, haha, in 5 Minuten schließt die, wir bestellen doch, wir fucken die richtig ab. Dann denkt sich lieber halt so, nö, kein Bock. Dann gehen wir zur nächsten Seite. Oh, 28 Euro Mindestbestellwert, jawohl. Dann gehen wir zur nächsten Seite, 15 Euro Mindestbestellwert, wir wollen aber nur 2 Pizzen. Dann denken wir uns, okay, YOLO, 6 Euro Aufpreis. Ja, ich war kurz vorm Kaufen. Hören uns an, hey, wir können noch eine Pizza bestellen und es kommt der gleiche Preis raus. Also haben wir jetzt mehr Pizzen. Heißt glücklich. Glücklich! So glücklich. Seht ihr, wie glücklich er ist? Glücklich! Er ist so glücklich. Dann Pizza! Erstmal YouTube-Kacke gönnen. So, es wird wieder Zeit für. Battlegrounds. Oh. Mit Marcel Zavis. Hey, du hast ja jetzt 2L! Ja! Aber das Apostroph fehlt beim D. Avis. Ja, weil sonst ist der Name nicht. Na, richtig. Ich habe das Gefühl, durch diese mehrtägige LAN-Party hätte ich mittlerweile schon meinen Körper daran gewöhnt. Ich fühle mich so unglaublich wach und ich habe keine Down-Phase. Und das, obwohl wir gerade frisch 5 Uhr morgens haben. Aber was ich merke, ich rede nicht mehr so gut. Das kann sein. Luca, spüren Sie was heftig? Wirklich heftig nicht. Schon natürlich müde, aber es geht noch. Es ist ja hell! Tja, alles zusammengepackt. Nein, ja, der abgeholt. Ah, ja. Tschüss.